Ja, aber scheiße, wenn ich mal aus dem Fenster was filmen von 2021. Guck mal, hier irgendwo parken. Ne? Ja, hier parke ich. Jetzt machen wir mal weiter rum, hier fahren. Oh, pass auf, dass du hier nicht in irgendein Dreckding reinfährst. Ja, so sieht das hier aus. Alter, die sind ganz hoch gefahren, die kommen bestimmt nicht nochmal zurück. Was ist das? Ist das ein Keller oder was? Könntet ihr hier die Dinger nehmen, die Hunde? Also nur einen wenigstens. Ja, du meinst, wir sind die Einzigen, die das hier kennen. Aber es sind nicht so viele, die sich das dauernd angucken, ne? Du kannst hier, da oben sind doch ganz große Säle und alles drin. Und so coole Gänge und sogar ein Schwimmbad. Natürlich kein Wasser drin. Logischerweise. Oh, das ist ein Schwimmbad, können wir auch mal lieber. Letztes Mal war Frederik ich im Sommer. Sagte, das wäre ein. Schöner wäre es gewesen, wenn wir ein Dings mitgenommen hätten. Keine Hunde. Eine Taschenlampe vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ob ich hier. Du hast eine Lampe. Du jedes Handy. Ja, aber ich kann doch nicht die Lampe anmachen, die mehr filmen. Oder? Geht das? Nee, ja, du filmst, kannst du es nicht anmachen. Das denke ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob wir schon mal da hinten waren. Was habt ihr da gefunden? Kann man eigentlich, während man filmt, die Taschenlampe anmachen? Ob es bei deinem Handy geht, weiß ich nicht, aber eigentlich ja. Ich glaube, Kelly lügt. Muss ich mal gucken, ob das geht. Ja, so eine riesen Halle. Aber auf der anderen Seite ist das, Kelly. Hier drüben auf der Seite war das. Da, wo der Durchgang ist. Hier müssen wir geradeaus. Wenn du hier nach hinten gehst, kommst du zu dem Schwimmbad, glaube ich. Mensch, ans Kinders. Echt? Ja. Wollen wir danach eigentlich gleich einkaufen, oder? Jo, können wir machen. Aber ich wollte noch mal an dem anderen Gebäude anhalten. Wenn die anderen nicht wollen, müssen sie ja nicht. Ich muss dann nur Quincy loswerden, weil die stinkt nach Fisch wie Sau. Echt? Der ist vorhin auf meiner Hose gesessen, das war so eklig. Ja, da müssen wir mit Daniel einkaufen fahren.
und alte Menschen kennen lässt. Es ist eigentlich auch nicht verständlich, warum sie das haben alles so vergammeln lassen, ne? Was? Oh, na gut, aber auf der anderen Seite können wir bestimmt hoch. Ja. Na, hier würde ich auch nicht hochgehen wollen. Meine ja so ein Schwimmbecken halt. Das hier ist cool. Habt ihr euch die Wand mal angeguckt hier? Nee. Krass. War ganz schön tief. Das wäre nichts für mich gewesen. Ihr hättet da rausgehen können. Kommt ihr mit auf die andere Seite rüber? Ihr hättet beim Schwimmbad rausgehen können. Was? Ich wiederhole es lieber nicht. Ich kriege Ärger. Wir versuchen, die Leichen der anderen zu bergen. Die höre ich doch. Alter. Naja, ihr hättet beim Schwimmbad rausgehen müssen. War das hier, wo wir rein sind, Kelly, mit den? Was? Mann, ich kann die blöde Staffel. Zum Schluss drin, glaub. Aber das war doch das. Hier ist das mit den Treppen aus. Wer traut sich da hochzugehen? Hier ist so eine große Duschanlage oder irgendwas. Ja, hier ist das. Das ist die große Halle. Mhm. Oh. Na, hier oben ist nochmal genau. Ah, hier sind noch die Patronenhülsen. Das ist eine Batterie. Ja. Staffi zittert. Wir haben das letzte Mal alle eingesammelt. Die Batterien? Ja.
Wir sind hier drüben. Oben. Da, wo der große Saal ist. Also wir sind da drüben reingegangen. Hier unten rein, ein Stückchen nach links. Dann geht eine Treppe hoch und die Treppe müsst da hochgehen und dann kommt er hier in den großen Saal. Hier, Frederik. Hier rein. Ja, in der ersten Etage. Rechts rein, ein Stückchen links lang gehen, dann ist rechts ein Treppenhaus, das geht da eine Etage hoch. Da kommt ein großer Saal und das ist praktisch die Brücke, wo ihr rübergehen könnt. Na, da war sicherlich noch einer mit, der hat denn sicherlich Bescheid gegeben, denn die sind wenn ja dann. Jetzt sich hier runterstürzt, den Schlag. Das, ja. Ich will mal ein Bild von euch machen, bleibt doch mal alle stehen. Stellt euch mal da so schön hin in den Gang. Warte mal. So. Stellt euch auch mal mit hin. Hi Willi, bist du ein Erkunder? Ja, nicht so stimmig. Ja, hier kommt sie. Der Boss ist ein kleiner. Müssen wir mal die. Das letzte Mal haben James und Kelly haben hier in diesem Dings gestanden, in der Tür. Ja, die hatten vom, ich glaube schon, dass derjenige tot war, der in den Aufzugsschacht gefallen war. Auch schön Fotos machen wollen, sich nach vorne gebeugt und reingerutscht. Das ist dumm, ne? Echt so eine große Anlage. Ich verstehe nicht, wie man sowas so vergammeln lassen kann, ne? Ich weiß auch nicht, was man sonst damit machen soll jetzt. Also wir sind jetzt hier bei so einer anderen Kurklinik und ja, das war sehr zweifelhaft, so die Beschreibung hierher, aber ich denke, das ist es. Ein Stückchen runter und dann hier hochgehen. Das ist voll gruselig, das Ding.
Okay. Treten verboten. Ein schönes Gebäude eigentlich gewesen sein muss. Das war mit Sicherheit herrlich. Das war es mit Sicherheit. Die hatten hier fast alles so alte Villen gehabt. Ist eigentlich schade, dass ich... jetzt kannst du ja nichts mehr machen an den Dingen. Da ist nichts mehr dran zu machen. Das zerfällt, das reißt ja auch keiner ab, das zerfällt von alleine. Ja, hier noch weiter zu gehen wäre Wahnsinn. Denn das ist wirklich arschgefährlich. Aber ich mache mir noch ein paar Fotos. Guck noch mal, wo sie ist. Kelly? Alles gut? Pass auf, da oben ist alles eingebrochen. Geh nicht weiter. Das Ding ist komplett in den Arsch. Es ist sicherlich hier nur in der Mitte noch das bisschen. Rundrum ist alles kaputt.